Du wirst erstaunt sein, was deine Geburtsstunde über dich verrät. Die Uhr verrät uns, wie du tickst. Wer sich ein wenig mit Astrologie befasst, weiß um die Bedeutung des Geburtsdatums und der Stunde. Diese Zahlen geben Auskunft über das Sternbild und den Aszendenten, welche uns ab diesem Moment ein Leben lang begleiten und prägen. Doch der exakte Zeitpunkt, an welchem wir das Licht der Welt erblicken durften, lässt darüber hinaus auch noch Rückschlüsse zu auf unseren Charakter, unsere Neigungen, Talente und sogar auf die Art und Weise, wie wir der Welt ab Tag 1 gegenübertreten werden. Bist du neugierig? Dann haben wir hier ein paar interessante Einblicke für dich. Von 0 Uhr bis 2 Uhr. Wenn du in der Zeit nach Mitternacht und 2 Uhr morgens auf die Welt gekommen bist, kommt die Familie für dich immer zuerst. Dir ist diese Basis wichtiger als alles andere in deinem Leben. Du siehst in ihr ein stabiles Fundament und den Ausgangspunkt für jedes weitere Abenteuer, das dir das Leben bieten wird. Manche Menschen könnten dich beim ersten Kennenlernen als introvertiert oder schüchtern betrachten. Aber du siehst dir neue Bekanntschaften einfach nur lieber ganz genau an. Von 2 Uhr bis 4 Uhr. Wenn du zu dieser nachtschlafenden Zeit in dein Leben gestartet bist, dann kann die Party zweifelsohne beginnen. Mit dir ist ein Mensch geboren worden, der das Leben bis zur Neige auskosten und alle seine Facetten kennenlernen möchte. Du bist für jeden Spaß zu haben und kannst dich schnell für neue Menschen, Hobbys oder Dinge begeistern. Deine Leidenschaft gilt dem Reisen und dem Erkunden neuer Kulturen und fremder Länder. Es hält dich nie lange an einem Ort, was dein Leben bunt und vielfältig macht. Von 4 Uhr bis 6 Uhr. Sind die frühen Morgenstunden deine Startzeit ins Leben, dann schlummert ein ausgesprochen hilfsbereiter Mensch in dir, der stets für seine Mitmenschen mit Rat und Tat zur Stelle ist. Dein hohes Maß an Eigenmotivation ist ansteckend und dein Abenteuergeist reißt im Nu alle anderen mit. Worauf du allerdings achten solltest, ist die Eigenliebe. Diese kommt in deinem Leben manchmal zu kurz. So beschäftigt bist du damit, den rettenden Engel und die helfende Hand zu spielen. Von 6 Uhr bis 8 Uhr. Morgenstund hat für alle jene Gold im Mund, die ihren Reiz erkannt haben und sich ihre Magie zunutze machen. Wer schon so ins Leben startet, erhält sich die Vorliebe für einen großen Auftritt bis ans Ende seiner Tage. Du brauchst die ständige Aufmerksamkeit, egal ob beruflich oder privat. Was dir widerstrebt, ist, dich unterzuordnen und nur die zweite Geige zu spielen. Es würde sich daher fraglos lohnen, eine Führungsposition anzustreben oder überhaupt den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Von 8 Uhr bis 10 Uhr. Wer am frühen Vormittag geboren wurde, der mag es gerne ruhig und beschaulich. Im Mittelpunkt zu stehen, ist dir zuwider und Menschenansammlungen scheust du. Du fühlst dich wohl, wenn du allein in aller Stille ganz du selbst sein kannst. Eine Arbeit in einem Großraumbüro oder mit viel Parteienverkehr wäre der sichere mentale Overkill für dich. Such dir lieber einen kreativen Beruf, in welchem du dir die Zeit selbst einteilen kannst. Von 10 Uhr bis 12 Uhr. Am späteren Vormittag das Licht der Welt zu erblicken, bedeutet ein Leben mitten im Geschehen. Diese Menschen lieben die Gesellschaft anderer und brauchen den regelmäßigen Austausch und Kontakt mit ihnen so dringend wie die Luft zum Atmen. Wer zu deinem inneren Kreis zählt, darf sich glücklich schätzen. Du lässt niemanden hängen und bist jemand, mit dem man Pferde stehlen kann. Beruflich wird es dich in einen Bereich verschlagen, der diesen Bedürfnissen gerecht wird. Allein im stillen Kämmerlein vor dich hinzuarbeiten, würde dich todunglücklich machen. Von 12 Uhr bis 14 Uhr. Der frühe Nachmittag bringt Menschen auf die Welt, die sehr ehrgeizig sind und sich nur mit dem Besten zufrieden geben. Ihnen ist ein makelloses Image ebenso wichtig wie finanzieller und beruflicher Erfolg. Das Privatleben sollte allerdings nicht darunter leiden müssen. Prestige und Status sind nicht alles und halten dich in kalten Nächten nicht warm.
von 14 Uhr bis 16 Uhr. Sehr dynamische und hochmotivierte Menschen kommen erstaunlicherweise am Nachmittag zur Welt, dann, wenn die meisten anderen ihr typisches Leistungstief erleben. Stillstand ist für diese ambitionierten Zeitgenossen ein Fremdwort und Ruhe und Erholung finden sie höchstens, indem sie sich neue Projekte ausdenken und gleich den dazugehörigen Masterplan entwickeln können. Von 16 Uhr bis 18 Uhr. Der Übergang vom Nachmittag zum frühen Abend ist den Optimisten als Geburtszeit vorenthalten. Diese Menschen erschüttert nichts und ihr Glas ist stets halb voll. Sie lieben das Leben und ihre Mitmenschen und kämen niemals auf die Idee, dass schlechte Zeiten dazu da sind, um in ihnen zu verharren. Diese positive Sicht auf die Dinge führt dazu, dass diese Menschen häufig unter den Glückspilzen zu finden sind. Von 18 Uhr bis 20 Uhr. Der Abend bringt als Geburtszeit leidenschaftliche, ja verführerische Menschen hervor, die eine geheimnisvolle und magische Aura umgibt. Schnell avancierst du überall, wo du auftauchst, zum Mittelpunkt des Geschehens und kannst dir deine Verehrer praktisch aussuchen, wie es dir gefällt. Von 20 Uhr bis 22 Uhr. In diesem Zeitfenster werden die Ordnungsliebenden und Pragmatischen geboren. Für Chaos und Trubel ist in ihrem Leben kein Platz und diese Menschen überlassen außerdem nichts dem Zufall. Sie haben immer ein Ass im Ärmel und wissen sich auch in den verzwicktesten Situationen zu behaupten. Von 22 Uhr bis 0 Uhr. Zu diesen vorgerückten Stunden werden die Kreativen geboren. Diese Persönlichkeiten lieben es, den Ideen in ihrem Kopf einfach nachzugeben und Luftschlösser zu bauen ohne Ende. Als geborene Nachteule wird diese Zeit dein bevorzugter Teil des Tages bleiben, in welchem du ganz zentriert und geerdet bist, um deinen schöpferischen Talenten freien Lauf zu lassen. Unser heutiges Fazit: Das Leben ist ein 24-Stunden-Job. Es mag Startvorteile haben, zu einer bestimmten Uhrzeit das Licht der Welt erblickt zu haben. Leben müssen wir ab diesem Zeitpunkt aber 24 Stunden täglich und das ohne Timeout oder Pause. Jeder Zeitpunkt bringt Vor- und Nachteile mit sich. Die Kunst liegt darin, das Gute zu erkennen und es weise dafür zu nutzen, noch mehr davon in unser Leben zu ziehen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.